Hallo, da sind wir wieder bei SommelierTV. Mein Name ist Peter Ladinik und heute gibt's zwei ganz besondere Sachen. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück bei SommelierTV. Wie schon gesagt, haben wir heute zwei verschiedene sehr interessante Weine. Zum anderen einen grünen Veltliner wieder einmal vom Weingut Eichberger. Das Weingut Eichberger ist in Eibersberg. Dieser grüne Veltliner ist aus dem Jahr 2011, hat 14 Volumensprozent aus der Rieder Hundspoint. Die Rieder Hundspoint ist eine sehr sonnige Lage, eine sehr Südhanglage mit Löss- und Lehmböden. Durch diesen Südhang, was da dabei ist, sind die Böden sehr, sehr heiß. Das heißt wiederum, die Trauben sind alle sehr, sehr reif, sehr hoher Zuckergehalt und deswegen erklärt sich dann auch dieser hohe Alkoholgehalt von 14%. Was man da auch noch sagen kann, Lagerung. Bei höherer Alkoholgehalt ist die Wahrscheinlichkeit für Lagerfähigkeit schon sehr stark gegeben. Den Rest gibt man als Produkt mit und die Vinifizierung. Aber bei 14% kann man schon mal davon ausgehen, dass die Sachen die nächsten 5 Jahre locker sehr gutes Potenzial haben und sich auch definitiv verbessern werden. Aber ich nehme da jetzt einmal den grünen Veltliner von Weingut Eichberger. Wir haben schon eine Nase, eigentlich untypisch. Dafür, dass es ein Weinviertel ist, ist das Pfefferfalt überhaupt, aber es ist trotzdem hat eine gewisse Würze. Und sonst sehr reife exotische Früchte, sehr schön angenehm, schön eingebunden, ein bisschen weicher, aber trotzdem sehr präsent. Macht schon einmal sehr Lust. Am Gaumen mal wieder diese dezente Würzigkeit, die was zuerst am Anfang ein bisschen präsent ist, aber dann im Nachhinein wieder ein bisschen kommt. Zwischendurch verschwindet es einmal kurz. Wir haben aber auch wieder diese exotischen Früchte, Mango, Maracuja, Grapefruit ist dabei, noch ein bisschen diese exotische Zitronen oder die exotischen Zitrusfrüchte. Wirkt sehr animierend, macht eigentlich Spaß. Ich würde sagen, den Wein definitiv noch einmal 5 Jahre im Keller. Aber jetzt schon kaufen unbedingt, weil das ist ein gutes Potenzial. 2011 ist halt sehr säurebetonter Jahrgang. Die Säure merkt man, aber die ist schon ganz okay eingebunden. Da macht wirklich Spaß, ist schön. Wie gesagt, ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Und Familie Eichberger oder halt Weingut Eichberger, das ist Gotthard und Doris, glaube ich. Genau, Gotthard und Doris Eichberger. Wir haben sehr guten Wein gemacht. Dieser Wein ist auch im Kreis der Besten von Niederösterreich Weinprämierung. Und das zu Recht. Wunderschön, sehr schön gemacht, sauber, geradlinig, zeigt was er kann, hat keine versteckten, langweiligen Sachen. Also es ist wirklich Action im Mund. Da rinnt dann wirklich das Wasser zusammen und ist, hätte es ein bisschen Apfel übrigens, wollte ich noch sagen. Und das ist wirklich sehr animierend und macht richtig Spaß. Wirklich sehr schön gemacht. Zum anderen habe ich einen Neuburger Smaragd, Spitzer Graben, aus dem Jahre 2011 vom Weingut Schneeweiß, Spitz an der Donau. Der Wein hat 14,5%. Ist eigentlich schon wirklich eine sehr, sehr kräftige Sache. Neuburger, eine autochthone Rebsorte Österreich, gleich wie der grüne Veltliner. Nur ist der Neuburger eher eine Rebsorte, die was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil sie Ende 18. Jahrhundert eigentlich sehr stark sogar vinifiziert worden ist. Die Rebsorte ist jetzt immer mehr entkommen und das zu Recht. Charakteristisch für den Neuburger ist unter anderem dieses nussige Aroma. Neuburger passen hervorragend zu Käsevariationen oder zu allen Sachen mit Nuss oder zu Rucola. Das genauso haben wir auch wieder diese nussige Aromatik dabei und diesen nussigen Geschmack. Neuburger ist eigentlich von der Säure her ein bisschen eher auf der ärmeren Seite, wirkt aber deswegen nicht lasch oder sonst etwas, sondern wirklich meistens schön. Und bei dem bin ich jetzt schon gespannt. Gespannt eigentlich kennen wir schon.
ist eigentlich der beste Neuburger, was man momentan auf dem österreichischen Markt kriegen kann, meines Wissens. Ich habe noch keinen besseren gehabt, ich habe mittlerweile doch schon einige gehabt. Mhm. Ich habe dann auch wieder diese Nussigkeit gehabt. Definitiv, wir haben exotische Früchte gehabt, wir haben aber ein bisschen Marillenarabei gehabt, wir haben ein bisschen Birne gehabt. Am Gaumen ist das Ganze sehr weich, sehr buttrig. Wir haben wieder dieses Nussige, ein bisschen kombiniert mit Joghurt, würde ich jetzt sagen, ein bisschen dieses Laktose-ähnliche war dabei. Schön eingebunden, schön harmonisch, wir haben ein bisschen Frucht gehabt, erinnert irgendwie so auf Fruchtjoghurt, wie dieses Mango-Maracuja. So was hat man da jetzt ganz leicht. Aber die Nuss ist im Vordergrund, es ist sehr harmonisch. Es, beim Kosten, jetzt, wenn ich so im Mund habe, denke ich eigentlich sofort an verschiedene Käsesachen, an Käsevariationsplatten in allen Arten. Das ist halt schöner beim Wein. Wenn man was verkostet, ein schönes Gericht genau im Kopf hat oder eine Vorstellung davon im Kopf hat, was da rauskommen könnte. Und wie gesagt, das ist einer der besten Neuburger Österreichs. Und von meinem Gott Schneeweiß aus Spitz an der Donau, aus der wunderschönen Wachau, ist ein Smaragd. Da hat dieser Neuburger hat sehr viel Kraft, sehr viel Energie, ist sehr elegant, aber auch geschmeidig und weich. Aber er wirkt wunderschön rund, schön harmonisch, sehr füllig, es ist wirklich sehr viel da, wobei man noch einen kleinen Schluck nimmt. Er ist für den Solo-Genuss super, super geeignet, aber auch für Speisebegleitung. Speziell bei diesem Neuburger 2011 würde ich sagen, Lagerpotenzial in den nächsten 10 Jahren problemlos. Und von dem her würden wir den jetzt unbedingt kaufen. Okay, ich habe ihn eigentlich hier schon bestellt, aber ich kann es euch nur anwärmen, sonst Herz legen. Und ja, von dem her. Probiert es euch, lasst euch selbst überzeugen, macht euch selbst ein Bild und ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Fragen habt, Anregungen, einfach melden. Es ist alles eingeblendet so. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.